In diesem Video soll es um den Einstieg in das Thema mechanische Schwingungen gehen. Als erstes schauen wir uns die offizielle Definition einer Schwingung. Schwingungen sind wiederholte zeitliche Schwankungen eines Systems. Im Unterricht werden wir als mechanische Schwingungen periodische Bewegungen um eine Ruhelage betrachten. Was damit gemeint ist, wird hoffentlich klar, wenn wir uns ein paar Beispiele aus dem Alltag angucken. Eine Schwingung ist zum Beispiel die Bewegung einer Schaukel und dabei gibt es wichtige Punkte, die ich jetzt mit verschiedenen Farben deutlich machen möchte. Einmal gibt es die sogenannte Ruhelage und dann die Punkte der maximalen Auslenkung, die sogenannten Umkehrpunkte. Die Umkehrpunkte, so wie der Name schon sagt, hier wird die Bewegungsrichtung bei der Schwingung umgekehrt, von zum Beispiel aus der Ruhelage von rechts nach links, an dem Umkehrpunkt zu von links nach rechts und analog dazu an dem anderen Umkehrpunkt. Eine ähnliche Schwingung haben wir auch bei einer Pendeluhr. Auch dort gibt es hier die Ruhelage eines Pendels und analog zu der Schaukel die Umkehrpunkte bei der maximalen Auslenkung des Pendels. Es gibt aber auch andere Schwingungen, wie zum Beispiel hier ein Bungee-Springer. Das Bungee-Seil habe ich an dieser Stelle unterbrochen, damit wir die Umkehrpunkte besser sehen. Man kennt das vielleicht aus dem Fernsehen oder man hat schon selber diese Erfahrung gemacht. Nachdem man diesen Sprung gemacht hat, gibt es sozusagen eine Ruhelage, bevor man aber zur Ruhe kommt, schwingt man ja so ein bisschen hin und her und auch da gibt es Umkehrpunkte, hier die maximale Umkehrung, die maximale Auslenkung nach oben bzw. die maximale Auslenkung nach unten. Und wir bleiben so ein bisschen im Kontext des Extremsports. Ein Skateboardfahrer auf einer Halfpipe kann auch eine Schwingung durchführen. Hier hätten wir zum Beispiel an dieser Stelle die Umkehrpunkte. Damit wir uns vernünftig über Schwingungen unterhalten können, brauchen wir ein wenig Theorie und fangen mit den sogenannten Kenngrößen von einer Schwingung. Und die sind relativ intuitiv. Einmal gibt es die sogenannte Amplitude, die ich gerne mit dem Buchstaben Groß A abkürze. In verschiedenen Physikbüchern wird teilweise auch ein anderer Buchstabe gewählt. Ich habe mich aber für ein Groß A entschieden und mit der Amplitude ist der Abstand zwischen der Ruhelage und einem Umkehrpunkt gemeint. Dann gibt es sogenannte Periodendauer, manchmal auch Schwingungsdauer genannt. Da wählen wir den Buchstaben Groß T, so ähnlich wie bei den Kreisbewegungen. Und genau wie bei den Kreisbewegungen gibt es eine Frequenz und das ist die Anzahl der vollen Schwingungen in einer Zeiteinheit, meistens in einer Sekunde, dann würden wir die Frequenz in Hertz messen. Und wie berechnet man die Frequenz? Das ist 1 geteilt durch die Schwingungsdauer. Die Beispiele haben schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass es wahrscheinlich verschiedene Arten von Schwingungen gibt. Und das ist tatsächlich der Fall. Und wir wollen zuerst die Schwingung nach folgenden Eigenschaften klassifizieren. Und zwar werden wir unterscheiden zwischen den ungedämpften Schwingungen. Bei einer ungedämpften Schwingung ändert sich die Amplitude während der Schwingung nicht. Das ist etwas, was in der Realität eigentlich kaum vorkommt, beziehungsweise nur dann, wenn man dem System irgendwie noch die Energie hinzufügt. Aber als eine Idealisierung werden wir durchaus von ungedämpften Schwingungen ausgehen. Viel häufiger in der Praxis haben wir mit gedämpften Schwingungen zu tun. Da nimmt die Amplitude mit der Zeit ab. Ein Beispiel zum Beispiel der Bungee-Springer. Irgendwann wird er zur Ruhe kommen und diese Schwingungen, die Auslenkungen werden immer kleiner, die Umkehrpunkte liegen immer näher an der Ruhelage und irgendwann wird der Zustand erreicht, dass wir uns nur in der Ruhelage befinden. Eine weitere Eigenschaft, die man sich anschauen kann oder die wir uns anschauen werden, ist die Eigenschaft harmonisch.
Und das ist eine sehr wichtige spezielle Schwingung. Und zwar, wenn das TS-Diagramm, also Zeit-Weg-Diagramm eines Körpers, der eine Schwingung durchführt, wenn dieser sinusförmig verläuft, sprechen wir von einer harmonischen Schwingung. Es hat mehrere Gründe. Erstens, das Sinusförmige können wir dann sehr schön mit Funktionen ausdrucken. Und die zweite Sache ist, die harmonischen Schwingungen kommen in der Natur überraschend oft vor. Und mit den harmonischen Schwingungen kann man auch alle anderen Schwingungen ziemlich gut beschreiben bzw. ziemlich gut annähern, aber dazu kommen wir später. Und das Gegenteil von harmonisch ist das Nicht-Harmonische. Und hier schreibe ich nicht, was es ist. Das bedeutet einfach nur, das TS-Diagramm ist einfach nicht sinusförmig. Und noch eine kleine Anmerkung. Die Eigenschaften ungedämpft bzw. harmonisch-nicht-harmonisch können natürlich kombiniert werden. Es kann harmonische ungedämpfte Schwingungen geben, nicht-harmonische ungedämpfte Schwingungen, gedämpfte harmonische oder ungedämpfte harmonische oder ungedämpfte nicht-harmonische. Also alle Kombinationen ungedämpft, gedämpft mit harmonisch, nicht-harmonisch sind möglich. Nun kommen wir zu meiner Meinung nach der wichtigsten Schwingung, zu dem sogenannten ungedämpften harmonischen Oszillator. Als erstes wollen wir noch das Wort Oszillator klären. Ein anderes Wort für eine Schwingung ist Oszillation und das Wort Oszillator kommt einfach daher. Ein ungedämpfter harmonischer Oszillator ist demnach ein Schwinger oder ein schwingendes System, eine ungedämpfte harmonische Schwingung durchführt. An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren Begriff einführen, und zwar charakteristisch für den mechanischen ungedämpften harmonischen Oszillator ist die Rückstellkraft, die proportional zu der Auslenkung ist. Und auch hier würde ich gerne ein Beispiel vorführen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was diese Rückstellkraft denn ist. Und kommen wir zu diesem Beispiel eines Federpendels. Und wir starten hier mit einer Linie, die für die Ruhelage steht. Und diese Linie hier, diese zweite gestrichelte Linie, die wird jetzt die Amplitude darstellen. Also die Strecke von da nach da wird die Amplitude sein. Und wir betrachten ein Federpendel. Ein Federpendel ist eine spiralförmige Feder, die irgendwo an der Decke zum Beispiel oder an einem Stativ fest befestigt ist. Und an dem anderen Ende der Feder haben wir eine Masse. In der Ruhelage haben wir ein Gleichgewicht aus der Schwerkraft und der Federkraft. Und eine Federschwingung hat, glaube ich, jeder von euch schon mal gesehen. Wir sollten noch notieren, welche Auslenkung und welche Kräfte hier wirken. Wir haben hier eine Auslenkung von 0, hier spare ich mir einfach die Einheiten und die Kraft, die wirkt, die gleichen sich gerade aus, also es wirkt eine Kraft von 0. Im Fall einer Schwingung gibt es eine Auslenkung aus der Ruhelage und nun gibt es eine Kraft, die von der Feder kommt, die das System in diesem Fall nach unten bewegen möchte. Und in diesem Fall ist gemeint, die Masse M wurde jetzt nach oben ausgelenkt. In diesem Fall haben wir zum Beispiel eine Auslenkung von minus 1. Also ich habe die Richtung so gewählt, dass es nach oben negativ wird. Und die Kraft, die nach unten zeigt, wird in diesem Fall positiv. Und diesmal habe ich einfach irgendwelche Zahlenwerte hier hingeschrieben. Also die Strecke, die Auslenkung ist minus 1 und die Kraft, die wirkt, ist 1. Die Einheiten sind so ausgedacht. So, natürlich könnte es sein, dass die Auslenkung noch größer wird bei dieser Schwingung. Und dann kommen wir zu dem Umkehrpunkt. Und da wir die Feder noch mehr zusammenziehen, nach dem Hooke'schen Gesetz ist die Federkraft natürlich deutlich größer. Und wir kennen das auch von dem Hooke'schen Gesetz.
Diese Kraft der Feder ist proportional zu der Auslenkung. Das heißt, wenn wir jetzt eine Auslenkung von minus 2 haben, das heißt irgendwie 2 Einheiten nach oben, musste die Kraft doppelt so groß sein wie hier in diesem Fall, also hier zum Beispiel die Kraft von 2. Angenommen, das ist der Umkehrpunkt, würde die Schwingung so aussehen, dass wir irgendwann wieder diesen Punkt erreicht haben und auch hier haben wir eine Auslenkung hier von minus 1 in eine Kraft von 1. Dann kommen wir zu der Ruhelage, die Auslenkung beträgt 0 und die Kraft, die auf diesen Körper in dieser Stellung gerade wirkt, ist 0. Bei einer Schwingung ist es aber dann so, dass wir jetzt hier nicht direkt stoppen, wenn wir die Ruhelage erreicht haben, sondern aufgrund der Trägheit uns über den Ruhepunkt oder über die Ruhelage hinaus bewegen und dann können wir zu dem weiteren Verlauf der Schwingung. Irgendwann schießen wir über die Ruhelage hinaus und dann gibt es die Kraft, die plötzlich wieder in Richtung der Ruhelage wirkt. Die Feder möchte ja diese Ausdehnung ja erreichen. Und nach dem Hooke'schen Gesetz haben wir wieder eine Kraft, die diesmal nach oben zeigt. Und hier kehren sich die Vorzeichen um. Wir haben eine positive Auslenkung, aber eine negative Kraft. Und noch ein weiterer Punkt, den wir uns anschauen können, die Amplitude bzw. der zweite Umkehrpunkt. Hier haben wir eine Auslenkung von 2 und eine negative Kraft mit irgendwelchen 2 Einheiten. Also welche Eigenschaft hat die Rückstellkraft? Die zeigt immer Richtung der Ruhelage und der Zahlenwert der Intensität dieser Kraft ist proportional zu der Auslenkung. Und mit der Auslenkung ist der Abstand von der Ruhelage gemeint. Hier hätten wir eine relativ einfache Proportionalität, nämlich minus 1. Okay, nun ergänzen wir das Bild noch. Also dieser Abstand von der Ruhelage bis zu dem Umkehrpunkt ist wie gesagt die Amplitude und die Kraft F ist die Rückstellkraft. Und in diesem speziellen Beispiel wird die Rückstellkraft von der Federkraft geliefert. Als letztes schauen wir uns an, wie man den harmonischen Oszillator an dem TS-Diagramm erkennen kann, beziehungsweise den ungedämpften harmonischen Oszillator. Es ist relativ unkompliziert. Also wir haben eine T-Achse, die horizontal ist, und die vertikale Achse ist die Auslenkung. Und dann haben wir den sinusförmigen Verlauf einer Schwingung. Und aus diesem Diagramm lassen sich verschiedene Sachen ablesen. Zum Beispiel der Abstand zwischen der T-Achse und dem Hochpunkt ist dann die Amplitude. Natürlich kann man jetzt auch den Abstand zwischen dem T-Achse und dem Tiefpunkt hier berechnen. Auch das ist kein Problem, beziehungsweise das ist auch unproblematisch, das in dem Diagramm abzulesen. In manchen Diagrammen ist es so, dass wir die Auslenkung bzw. dass die Ruhelage nicht bei 0 liegt, dann muss man so ein bisschen tricksen. Am einfachsten ist es dann, wenn wir einfach die Auslenkung in die positive Richtung, also den Hochpunkt und die Auslenkung in die negative Richtung nehmen, wenn wir jetzt einfach diese Strecke von da nach da vermessen und halbieren, da kommen wir auch zur Amplitude relativ unproblematisch. Was man noch machen kann, ist, wir können aus dem Diagramm die Schwingungsdauer ablesen. Und das ist der Abstand zwischen zwei Punkten, die die gleichen Eigenschaften haben. Wie zum Beispiel hier der Abstand zwischen dieser Nullstelle und der Nullstelle. Weshalb man nicht den Abstand zwischen dieser Nullstelle und der nächsten Nullstelle nehmen kann. Das sind zwar beides Nullstellen, aber zwei unterschiedliche Nullstellen. Hier schneiden wir die T-Achse von unten nach oben und da von oben nach unten. Deshalb sind das jetzt unterschiedliche Punkte.
Und wenn wir jetzt den Punkt hier, Nullstelle, schneiden von unten nach oben und die nächste Nullstelle von unten nach oben, der Abstand auf der T-Achse zwischen diesen zwei gleichartigen Nullstellen ist die Periodendauer. Ab da wiederholt sich das Bild. Also man könnte sich vorstellen, wir schneiden dieses Stück aus und copy-pasten, dann können wir diese Schwingung unendlich fortsetzen. Also aus diesem kleinen Abschnitt können wir die ganze Schwingung dann generieren. Man musste diesen Schnitt aber auch nicht bei der Nullstelle machen. In vielen Fällen ist es einfacher, einen anderen Punkt zu nehmen. Es würden sich im Prinzip alle mehr oder weniger eignen, aber es gibt ja Punkte, die sich dafür besonders gut eignen. Und das sind zum Beispiel irgendwelche Extreme. Hier habe ich mich für den Tiefpunkt entschieden. Und da muss man sich bei dem harmonischen Oszillator weniger Gedanken machen. Man nimmt einfach zwei benachbarte Maxima. Wie gesagt, ich habe hier die zwei Tiefpunkte genommen. Und der Abstand auf der T-Achse zwischen diesen zwei Tiefpunkten entspricht der Periodendauer.